So, willkommen zurück. Jetzt also das Ligaspiel. Es geht los. ADE 11 gegen Amarantino FC. Ich wünsche euch viel Spaß bei dem Spiel. Also, wir peilen natürlich den zweiten Sieg in der Liga an. Nach dem 2:0 im Auftaktspiel soll heute auch das erste Heimspiel gewonnen werden. Und mal sehen, was wir rausholen können. Jetzt ist das Spiel offiziell eröffnet. Wir treten natürlich wieder in Bestbesetzung auf. Vom Verletzungspech bin ich bisher noch verschont geblieben, aber bei so einer schwierigen Saison, denke ich, werden mir noch ein paar einige dazukommen. Noch habe ich noch Glück und ich kann auf meine besten Spieler setzen. Mal sehen. Und da war die erste Chance für Grenada, der sich in den ersten beiden Spielen ein bisschen schwer getan hat, aber jetzt immer mehr reinkommt. Doppelpack in der Champions League, Doppelpack in der Liga. Also, der ist in einer sehr, sehr guten Verfassung jetzt. Und natürlich neben Ansa Fahme sowieso. Die beiden harmonieren schon sehr, sehr gut. Und jetzt gibt es einen Freistoß und da ist schon der erste Verletzte. Bambula verletzt sich. Und die Freistoßchance ist dahin. Ja. Ich habe eben noch von gesprochen und jetzt ist es schon passiert. Ich hoffe, dass es keine schwerwiegende Verletzung ist und dass er wieder schnell fit wird und ist auch sehr, sehr wichtig für mich. Den bringen wir mal rein. Das geht ja nur Arenas. Kommt der jetzt in die Partie hier rein? Mal sehen. Naja. Deswegen wäre es schon wichtig, wenn ich mir noch einen zweiten Mittelfeldspieler holen könnte, den ich unbedingt brauche. Also, der wäre so wichtig für mein Team. Jetzt gibt es eine Ecke, die aber keine Gefahren bringt. So, die Statistik spricht, denke ich, für uns. Ballbesitz, haben aber noch keinen Schuss aufs Tor abgeliefert. Ich hoffe, dass sich das jetzt erstmal ändert noch. Halbzeit ist dann auch gleich. Und noch 0:0. Und seit der 14. Minute, bei 11. Minute müssen wir ohne Bambula auskommen. Und der spielt sehr, sehr auf Fouls und jetzt haben wir eine gefährliche Freistoßposition. Aber ohne Gefahr erstmal. Also die zweite gelbe Karte schon für den Gegner. Also der hat wohl sehr, sehr hohes Pressing eingestellt. Kann man machen. Ja, und er hat auch Chancen jetzt hier. Aber meine Verteidiger sind auf dem Posten. Ja, erstmal gleiches Halbzeit und steht erstmal 0:0 und zufrieden bin ich noch nicht so ganz. Ich hoffe, vielleicht fällt jetzt noch mal so ein Tor vor der Halbzeit. Reinas probiert es aus über 30 Metern, aber keine Gefahr. Hansa Farm jetzt da, aber ne. Ist noch alles zu ungefährlich, was da vorne im Sturm produziert wird. Meine beiden Stürmer vorne sind heute noch blass geblieben. Ich hoffe, dass sich das noch in der zweiten Halbzeit ändern wird. Jetzt vielleicht noch einmal. Ramos. Aber keine Gefahr. Ja, die Schüsse sprechen für uns. Bei Schüsse aufs Tor ist es noch ausgeglichen. Hoffe, dass die Statistik sich dann in der zweiten Halbzeit rechtfertigt und wir dann den Sieg einfahren. Ich habe ja gesagt, der Gegner ist fast gleich stark. Ich bin vielleicht ein bisschen stärker. Es wäre so wichtig, hier einen Sieg einzufahren. Mal sehen. Jetzt haben wir erstmal Halbzeit. Mein Toreinspieler konnte ich noch nicht machen, aber ich hoffe jetzt in der zweiten Halbzeit. Kommen da gleich noch ein, zwei Tore dabei, das wäre sehr wichtig. So, Van der Post ist auf der Stelle und kann uns hier vor dem Gegentor retten. Jetzt vielleicht? Ne. Die tun sich bisher ein bisschen schwer hier heute.
Und ohne Bambula vielleicht läuft er auch weniger, glaube ich auch. Das ist schon eine wichtige Stütze, auch wenn er erst 19 Jahre alt ist. Das ist schon ein wichtiger Spieler für mich geworden. Und der spielt sehr, sehr oft faul hier. Und jetzt haben wir einen Freistoß. Ich hoffe, Van der Post. Schade. Jetzt war ich schon auf den Play-Button gekommen, aber ist kein Tor und irgendwie scheint das Tor heute wie vernagelt zu sein. Ich weiß nicht, woran es liegt. Vielleicht, wenn wir ein bisschen mal auf Offensiv spielen. Und es gibt jetzt eine gelbe Karte, das schauen wir uns jetzt schnell erstmal an. Also gelb-rote Karte, jetzt muss ja auch noch mit 10 Spielern auskommen. Das ist natürlich jetzt noch eine Motivation mehr. Und ich hoffe, dass das meine Spieler jetzt endlich kapieren und das auch mal ausnutzen. Und ich mache jetzt mal Teammentalität offensiv, weil ich will halt unbedingt gewinnen. Also ich will möglichst alle Punkte holen. Vor allem gegen gleich starke Gegner. Und der spielt schon wieder auf Foul. Also das ist ja. Aber wieder ein Freistoß, der keine Gefahr einbringt. Mann. Ich denke mal, wir müssen mal im Sturm vorne wechseln und den Sam Lovers mal reinbringen, mein Engländer. Den machen wir mal für den Lanza Farm rein. Jetzt gibt es die Chance. Ein Konter. Ach, Mann. Sie kriegen den Ball einfach heute nicht rein in die Linie. Das gibt's nicht. Jetzt war die Riesen-Konterchance da, aber schon wieder nichts. Also Lanza Fame versagt heute, deswegen geht er jetzt auf den Platz und Sam Lauros kommt hoffentlich nochmal als Joker rein. Und so langsam wird das, jetzt gibt's nochmal einen Konter. Güney, hau ihn jetzt rein, komm. Ich weiß, dass du es drauf hast. So, 1 zu 0, Güney macht's. Und jetzt hat Ulf Lagda die nächste Chance, vergibt aber. Oh, das war jetzt eine Erlösung. Also ich habe echt gedacht, dass wir uns hier mit 0-0 zufrieden geben. Aber es gibt wieder einen Eckball. Jetzt hat Güney wieder die Chance. So, also, haben wir es doch noch klar gemacht. Dank meinem Neuzugang. Wahres Güney. Puh, jetzt erstmal durchatmen. Jetzt war nochmal die Chance zum 3-0 da, aber Ulf Lagda vergibt. Puh, also, schaut euch die Statistik an. 23 zu 6 Schüsse, ich denke, das sagt alles aus. 10 zu 4 Schüsse aufs Tor. Das Spiel haben wir dominiert, haben uns aber sehr, sehr lange schwer getan. Ja, puh. Es geht ja am Ende. Konnten wir unsere Überzahl doch noch umsetzen? So. Jetzt werden die Fähigkeitspunkte erstmal verteilt. Und ja. Jetzt stehen wir zwischendurch mal auf dem zweiten Platz. 6 Punkte sind jetzt aber noch aufgrund der schlechteren Torfdifferenz noch hinter dem Türki TC. Ja, also, zweites Spiel in Folge gewonnen. War ein schwieriges Spiel, aber am Ende haben sie doch noch die Kurve gekriegt. Dann sehen wir uns morgen, dann nehme ich das Champions League Spiel auf, werde natürlich nochmal eine Rückschau dann auf das Ligaspiel nehmen. Ne, halt, das war ja nicht so. Ich habe ja kein Ligaspiel, das habe ich ja erst wieder um 0. Also, morgen dann nur die Champions League Partie um 20:01 Uhr. Wir sehen uns dann, Leute. Ciao.